Hier in Guatemala gibt es sehr viel Armut. Wir reden hier von solch einer Armut, dass Kinder manchmal sterben, weil es häufig viele Dinge nicht gibt. Vor allem kein Geld. Fehlendes Geld ist allerdings nicht das einzige Problem in Guatemala. Viele Einheimische haben keine Chance auf Bildung. Die Analphabetenrate ist so hoch wie in kaum einem anderen Land in Lateinamerika. Ohne Bildung ist es schwer, alte Vorurteile zu ändern. Besonders dramatisch ist das für Kinder mit Behinderungen, denn sie gelten als nutzlos und werden oft weggesperrt und vernachlässigt. José Pietrasanta ist Arzt einer Kinderklinik und im lokalen Ministerium für öffentliche Gesundheit tätig. Er kennt die Schwierigkeiten der Aufklärungsarbeit sehr gut. Hilfe von Seiten der Politik bekommt er nicht. In all den Jahren, an die ich mich hier in Guatemala zurückerinnern kann, hat sich noch nie ein Kandidat diesem Thema angenommen. Weder auf lokaler noch auf nationaler Ebene. Genau mit diesem Problem beschäftigt sich Plan International. In 9 Therapiezentren soll Kindern mit Behinderungen geholfen werden. Außerdem versucht Plan, die Grundeinstellungen zu ändern. Auch das Problem der wirtschaftlichen Benachteiligung der Frauen wird angegangen. Sie haben oft keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und können deshalb nichts zu besseren Lebensbedingungen ihrer Kinder beitragen. Mit Spar- und Kreditprojekten will Plan das verbessern. Regelmäßig bietet das Plan-Stiftungszentrum seinen Stiftern und Spendern Projektreisen an, damit sie die Möglichkeit haben, selbst zu sehen, wie vor Ort gearbeitet wird. Wie hier in einem kleinen Mikrofinanzprojekt weit ab der Zivilisation. Interessant auch, dass man sich in Gruppen zusammengeschlossen hat und dass, wenn einer wirklich mal ein schlechtes Jahr hat, die Gruppe einspringt und die Gruppe das garantiert, weil sie wissen, na gut, nächstes Jahr geht es dem wieder besser und dann hilft er vielleicht wieder jemand anders. Und das hilft natürlich sehr. Sie selber können häufig weder lesen noch schreiben, wurden sehr früh verheiratet und ihr einziger Wunsch ist es, dass die Kinder in die Schule gehen. Und das erreichen wir über Mikrofinanz. Und das ist fantastisch. Männer und vor allem auch Frauen bekommen die Möglichkeit, Kleinstgewerbe aufzubauen, zu investieren und sich finanziell abzusichern. Dadurch können sie ihre Kinder zur Schule schicken. Ich war Patenkind und konnte dank eines Stipendiums von Plan studieren. Jetzt arbeite ich für Plan International als Programmleiterin. Der Vorteil von Plan ist, dass Plan in diesen Ländern, wo die Programme laufen, die Projekte, Büros hat mit Personal, was das Land kennt, was die Behörden kennt und Beziehungen aufbauen kann und Fachwissen haben. Die Stifter bekommen durch die Reise einen transparenten Einblick und erleben die Projekte unmittelbar. Das überzeugt. Was in den Projekten gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, weil ich mir vorher viele Gedanken darüber gemacht habe, was eben, also Entwicklungshilfe kann ja auch viele Probleme mit sich bringen. Und ich finde, dass hier unglaublich sensibel damit umgegangen wird, wie in den Projekten geholfen wird und sich wirklich viel Gedanken darüber gemacht wird, was Sinn macht. Plan International Deutschland geht es um Aufklärungsarbeit und vor allen Dingen um Nachhaltigkeit. Auch wenn die Hilfsorganisation schon viele Menschen in ärmsten Gebieten erreicht hat, gibt es noch etliche andere, die auf eine bessere Zukunft warten. Das Ziel, alle zu erreichen, ist anspruchsvoll, aber manchmal kann auch schon die richtige Einstellung zu einer Verbesserung beitragen. Ich glaube, das Wichtigste für Kinder und Jugendliche wäre es zu wissen, dass sie Rechte haben und dass sich die Eltern der Verantwortung bewusst werden, dass es ein besonderes Kind ist, das all ihre Liebe, Wertschätzung und Hilfe braucht. Natürlich gilt das für die Familie, aber auch für die ganze Gesellschaft als solche.